Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe Psychonauten und Nachtschattenfans, zu einer weiteren Ausgabe eurer Nachtschatten-Television. Ja, ihr Lieben, jetzt ist gerade Ausgabe 10 unseres Magazins Lucys Rausch erschienen. Seit dem 4. November, seit Montag, ist sie im Zeitschriften- und Buchhandel. Ihr bekommt sie an Bahnhöfen, an Flughäfen, ihr könnt sie im Buchladen bestellen, ihr bekommt sie aber auch in Headshops, in Growshops, in Smartshops und. Natürlich direkt bei uns beim Verlag und am allerbesten im Abonnement. Ich werde nachher die Ausgabe, die wie gesagt jetzt gerade erst frisch rausgekommen ist, detailliert ein bisschen vorstellen und eine Lesung eines tollen Artikels von Vanya Palmers zelebrieren. Zuerst gucken wir uns aber erstmal an, was sonst noch an neuen Medien in der Mache ist und jetzt ganz bald rauskommt. Es gibt zwei Bücher, die wir schon lange ankündigen und die von euch wärmstens ersehnt werden. Das eine ist von Dr. Franjo Grothenhermann, die neue Ausgabe seines Buchs Die Behandlung mit Cannabis, früher erschienen unter dem Titel Die Behandlung mit Cannabis und THC, jetzt wirklich an den aktuellen Wissensstand, an die aktuelle Gesetzeslage und so weiter angepasst. Wir haben hier eine Vorabausgabe, die wir zur Frankfurter Buchmesse mit dabei hatten, nur ein Leseexemplar, was wir vorher als Taschenbuch, als Softcover produziert hatten. Ja, ihr seht, das Cover-Artwork wird bei dem Hardcover-Buch, was jetzt bald rauskommen wird, das ist bereits in Druck und Produktion, ist das Gleiche, ist dasselbe. Hier allerdings, wie gesagt, nur eine Taschenbuchausgabe. Das Ganze wird als Hardcover jetzt in wenigen Tagen zur Verfügung stehen und alle Vorbesteller werden es bekommen und alle anderen können es, wenn sie möchten, ordern. Genauso verhält es sich mit dem ersten Band des Lebenswerks unseres geschätzten und geliebten Stanislav Grof, Der Weg des Psychonauten, ein Werk, das in zwei Bänden daherkommt, ist jetzt gerade in Amerika von der MAPS, von der Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, herausgekommen in zwei Bänden auf Englisch. Unser erster Band, hier auch nur ein Leseexemplar für die Frankfurter Buchmesse, wird ebenfalls als Hardcover rauskommen. Das ist seit einigen Tagen in Druck und entsprechend bald verfügbar. Auch hier werden alle Vorbesteller das Buch so schnell wie möglich bekommen. Band 1, Band 2 kündigen wir fürs nächste Jahr an. Wirklich ein fetter Tipp. Stanislav Grof und Franjo Grothenhermann. Für alle, die jetzt schon ein Weihnachtsgeschenk für ihre Lieben besorgen wollen, haben wir auch unseren Mondkalender 2020 bereits im Angebot. Ganz klar, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und unsere Mondkalender sind ganz beliebte Objekte, Non-Books, und da könnt ihr jetzt auch den Kalender für 2020 bei uns ordern. Wie immer im Großformat, im Kleinformat und auch im Postkartenformat. Ja, ihr Lieben, kommen wir jetzt mal zur neuen Lucys Rausch, Ausgabe 10 mit einem Special Feature Frauen in der Psychedelik. 14 Seiten sind dem Thema gewidmet und wir haben natürlich auch zahlreiche Artikel von weiblichen Protagonisten der psychedelischen Bewegung drin. Natürlich Claudia Müller-Ebeling, dann haben wir eine neue Autorin mit im Boot, die Caroline Tietz aus Hamburg, die hier mit unserem Kollegen Linus Naumann einen tollen Artikel über Kakao und Kakaozeremonien beigesteuert hat. Ja, ansonsten gucken wir mal, was ist alles noch so drin. Ich blende euch mal einfach exemplarisch ein paar Seiten ein. Wir haben einen ausschweifenden Nachruf auf Ralf Metzner und würdigen sein Leben und sein Werk für die Psychedelik. Einen Artikel erstmals in Lucys Rausch über Cambo, die Froschmedizin aus dem Regenwald, über Phyllomedusa bicolor, ein, wie ich finde, ambivalentes Thema. Dann Christian Rätsch, ein langes Lesestück zur psychedelischen Paläontologie über den Urzeitmenschen Lucy und über das Urzeittierchen Hallucigenia. Höchst interessant. Michael Knoth, der Cannabis-Experte und Cannabis-Journalist, steuert einen tollen Artikel über den Hanf bei. Indica versus Sativa. Kann man das eigentlich überhaupt noch so auseinanderhalten? Und wenn ja, wie und welchen Sinn ergibt das Ganze? Dann habe ich selbst mich unterhalten mit meinem Freund und Kollegen Thorsten Passi über Microdosing, Sinn und Unsinn. Ihr findet einen Dialog im Heft. Wir haben ja beide sozusagen die ersten ausschließlichen Bücher geschrieben übers Microdosing. Und hier unterhalten wir uns mal, wie der Titel schon sagt, über Sinn und Zweck des Microdosings und was es eigentlich so bringt. Die Kakaozeremonien hatte ich euch schon gerade kurz angeteasert von Caroline Tietz und Linus Naumann. Darüber hinaus eben unser
wirklich ausuferndes, ausschweifendes Feature über Frauen in der psychedelischen Kultur. Ja, lasst euch mal wirklich, seid mal gespannt auf dieses Heft, lasst euch mal überraschen. Das Heft bietet doch einiges an interessantem Lese- und Lernstoff, gerade jetzt für die herannahende Herbst- und Winterzeit. Ich möchte jetzt den Artikel von Vanya Palmers hier mal vorlesen. Der ist wirklich wahnsinnig toll. Und ich werde ihn wahrscheinlich nicht zur Gänze vorlesen können, denn er ist doch ein bisschen länger. Aber ich fange zumindest mal an, mal sehen, wie weit wir kommen und mal sehen, wie lang das jetzt hier sinnvoll ist. Aber ein wunderbarer Text, der ursprünglich als Wettbewerbsbeitrag für einen Essay-Wettbewerb 2019 der Schweizer Zeitung Der Bund veröffentlicht worden war. Vanya Palmers hat mit diesem Artikel den zweiten Preis gewonnen des Wettbewerbs. Es ging um das Thema Der Traum von einer drogenfreien Welt, ein schlechter Trip? Ja. Und hier gibt Vanya Palmers, der euch eventuell ein Begriff ist, der auch in Lucy schon publiziert hat, ein Zen-Mönch, ja, der eben auf die psychoaktiven Substanzen als Sakramente schwört. Er gibt hier eben genau das zum Besten, seine Sicht der Dinge, wenn es um die sogenannten Drogen geht. In der Ausschreibung zu diesem Essay-Wettbewerb, was ich gerade erklärte, steht, dass sich Menschen seit jeher berauschen und das Bedürfnis haben, sich vorübergehend aus der Realität auszuklinken. Einverstanden. Wobei es eigentlich heißen sollte, aus dieser Realität, denn sie ist nicht die einzige Wirklichkeit, sondern eine unter unendlich vielen. Dies ist eine der Einsichten, die ich von meinen psychedelischen Reisen und Drogenexkursionen mit zurückgebracht habe, zusammen mit der direkten Erfahrung, wie fragil zusammengesetzt diese uns vertraute Welt ist, wie wenig es braucht, sie radikal zu verändern oder gleich in eine ganz andere einzutreten. Ein zweiter Punkt wäre, dass nicht nur wir Menschen diesen Hang zum Berauschen, zum Ausloten der Grenzen unseres Bewusstseins haben. Giorgio Samurini beschreibt in seinem Buch Animals and Psychedelics Dutzende von Tierarten, die sich auf die eine oder andere Art ganz bewusst und gezielt berauschen. Und zwar von den Säugern bis hin zu den Insekten. Als ich letzten Herbst ein paar Fliegenpilze trocknete und auffällig viele tote Fliegen zwischen und um die filetierten Pilze lagen, erinnerte ich mich an diese Lektüre und bewahrte drei der toten Fliegen auf. Scheinbar tot, wie sich nach vielen Stunden herausstellte. Zwei davon, immer noch auf dem Rücken liegend, begannen sich langsam wieder zu bewegen. Zuerst die Füße, dann allmählich den ganzen Körper, bis sie sich schließlich aufrichten und wegfliegen konnten. Zwei von drei Fliegen, eine hatte offensichtlich überdosiert und ist in die ewigen Fliegenjagdründe eingegangen, oder ich habe sie nicht lang genug beobachtet, denn ich brach das Experiment nach etwa 15 Stunden ab. Drogen haben mein Leben maßgeblich beeinflusst, positiv wie mir scheint, und so bin ich ihnen auch durchaus sehr dankbar. Aber weil das Wort Drogen so negativ besetzt ist, verwende ich lieber das neutralere Wort Substanzen. Noch lieber verwende ich Medizin oder, wie in den Tagen unserer Hippie-Zeit, das Wort Sakrament. Ein Sakrament vermittelt laut Duden göttliche Gnade, ist ein Tor zum Sakralen, zum großen Geheimnis, zum Mysterium. Rein theoretisch kann alles Sakrament sein, ein Ton, ein Duft, ein Ritual, ein Sonnenuntergang. Es ist allerdings kein Sakrament bekannt, welches auch nur annähernd an die Trefferquote gewisser Moleküle herankommt, welche unter der Flagge Psychedelika oder Entheogene segeln. Einschlägige Studien an der Johns Hopkins University bestätigen die Ergebnisse von denjenigen der Uni Zürich. In einem guten Setting löst eine entsprechende Dosis Psilocybin bei zwei Dritteln der Probanden eine tiefe, mystische Erfahrung aus. Es scheint fast so, als hätten wir bezüglich Set und Setting in den vergangenen 50 Jahren doch etwas dazugelernt. Auf den 30 bis 35 LSD-Reisen, die ich als junger Mann unternahm, ging dieses Tor nur drei oder viermal so weit auf, dass ich wirklich vollständig darin aufgehen konnte, was einer Trefferquote von etwa 10% entspricht. Aber immerhin, auch nur einmal wäre es die Mühe wert gewesen. Diese tiefen Erlebnisse in meiner Jugend haben mich aus den vertrauten Bahnen geworfen. Ich wurde ein Aussteiger, ein farbenfroher Hippie, so wie es Hunderttausenden, vielleicht Millionen junger Menschen in den USA und Europa damals erging. Ich brach mein Studium an der Uni Zürich ab und verließ ein vielversprechendes Start-up-Business.
Nach einer kurzen Karriere als Yogi landete ich für 10 Jahre in einem buddhistischen Kloster und lebte während fast 3 Jahrzehnten substanzmäßig völlig abstinent, von einem gelegentlichen Kaffee und regelmäßigem grünen Tee mal abgesehen. Aber ich wusste, dass ich früher oder später nochmals durch diese Lupe, dieses Teleskop der Innenwelt schauen wollte, musste. Zu wichtig und prägend waren diese Einblicke und Einsichten für den Werdegang meines Lebens. Das habe ich dann vor ein paar Jahren auch gemacht. Eine konkrete Frage, die ich mit auf die Reise nahm, war, ob sich diese Hilfsmittel dazu eignen, in die heute gängigen Methoden der Geistesschulung integriert zu werden. Um sich mit dieser Frage vertieft befassen zu können, haben wir eine Studie mit Langzeitmeditierenden durchgeführt. 40 Teilnehmer mit möglichst viel Erfahrung im Meditieren und keiner oder möglichst wenig Erfahrung mit Substanzen erhielten am 4. Tag eines traditionellen Retreats eine relativ hohe Dosis Psilocybin oder ein Placebo. Obwohl die Reaktionen recht unterschiedlich ausfielen, haben wir von allen Teilnehmern ohne Ausnahme positive Rückmeldungen bekommen. Eine stabile Meditationspraxis scheint eine optimale Vorbereitung zu sein für die zum Teil wilden und tiefgehenden Erfahrungen mit Psychedelika, welche den Rahmen unserer gewohnten Wahrnehmung sprengen können. Die Kombination dieser beiden Disziplinen scheint besonders vielversprechend, glückverheißend. Eine interessante Entdeckung machte ich durch meine Kontakte mit Wissenschaftlern, die sich darauf spezialisiert haben, außergewöhnliche Bewusstseinszustände bildlich darzustellen. Sie versicherten mir, dass sich Gehirne im hohen Fieber nicht von Gehirnen in gewissen Stadien einer Psilocybin-Erfahrung unterscheiden lassen. Nicht wenige unserer bekanntesten christlichen Mystiker, wie zum Beispiel der heilige Franz von Assisi, Ignatius von Loyola und Hildegard von Bingen, hatten ihre Bekehrungserlebnisse, ihre Erleuchtungs- oder Gotteserfahrung im hohen Wundfieber. Auch andere Extremsituationen wie Fasten, Schlafentzug oder Meditation können ähnliche Bewusstseinszustände und Aktivitätsmuster im Gehirn auslösen. Ja, und dann erklärt Vanya Palmers weiterhin, wie es sich eben verhält, dass also die Zustände erweiterten Bewusstseins, die Zustände veränderten Bewusstseins unter Psychedelika nicht von den mystischen Erfahrungen, die auf anderem Wege großartig unterschieden werden können. Das ist etwas, was viele Kollegen, viele Wissenschaftler, viele Psychonauten auch in ihren Schriften immer wieder festgestellt haben. Und von daher lässt sich also die Rolle des psychedelischen Bewusstseinszustands für uns Menschen und auch für unsere Genese als fühlende Wesen überhaupt nicht überbewerten. Und ihr seht, hier lohnt es sich wirklich, einen Blick reinzuwerfen. Ich habe jetzt 2 Seiten knapp vorgelesen von Vanyas Artikel. Weitere 2 Seiten kommen. Es ist ein 4-seitiger Text und insgesamt lohnt es sich, denke ich, für all unter euch, die sich für diese Thematik interessieren, das Heft Lucys Rausch zu besorgen. Und wenn es geht, vielleicht sogar gleich im Abonnement. Denn wir als Verleger, Herausgeber und Macher dieses Magazins sind dringend auf die Abonnenten angewiesen. Ansonsten können wir nicht garantieren, dass Lucys Rausch auch die nächsten Jahre so noch erscheinen wird. Das ist ganz einfach so. Wir sind ein Halbjahresmagazin, wir sind ein Nischenmagazin. Wir behaupten uns jetzt seit 5 Jahren auf dem Zeitschriftenmarkt gar nicht mal so schlecht. Dennoch ist es so, wenn wir also weiterhin so knapsen müssen und weiterhin mit wenig Abonnenten irgendwie auskommen müssen, dann ist nicht garantiert, dass das Projekt die nächsten Jahre überlebt. Und wir alle wollen aber, dass Lucys Rausch sich etabliert und als Plattform für psychedelische Lebenskultur sich eben tatsächlich weiterhin auch durchsetzt und etabliert. In dem Zusammenhang können wir mal sagen, bei der aktuellen Ausgabe sind unsere Abonnenten wie immer ja eine Woche vorher beliefert worden. Eine ganze große Anzahl hat aufgrund eines Versandfehlers innerhalb unseres Hauses das Heft 2-mal erhalten. Keine Angst, es wird nicht 2-mal abgerechnet. Eure Abos sind auch nicht 2-mal bei uns registriert, sondern es war einfach ein Fehler in der Aussendung. Und jeder von euch, der sich jetzt angesprochen fühlt und das Heft 2-mal bekommen hat, sei aufgefordert, bitte ein Exemplar an jemanden aus seinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis zu verschenken, der eventuell Interesse daran hat. Vielleicht kriegen wir ja auf diesem Wege noch den ein oder anderen Abonnenten dazu. Diese doppelte Aussendung hat uns wahnsinnig viel Geld gekostet. Viele, viele 100 €, die wir im Grunde genommen somit in den Sand gesetzt hätten. Und von daher hoffen wir, dass sich eben durch diesen kleinen Fauxpas jetzt doch noch einige neue Abonnenten finden lassen. Damit kommen wir jetzt zu unseren aktuellen Aktionen, um euch so ein bisschen auch anzuspornen und zu motivieren, Lucys Rausch selbst euch zu holen und auch weiter zu empfehlen. Denn unsere erste Aktion,
Abonnenten werben Abonnenten. Die kennt ihr von anderen Magazinen schon auch. Das ist etwas, wenn ihr jemanden kennt, der eventuell Lucys Rausch gut finden könnte, wenn sich jemand dafür interessiert, könnt ihr einen neuen Abonnenten werben. Ihr müsst aber dazu noch nicht mal selbst Abonnent sein. Ihr könnt also, und das unterscheidet unser Modell von dem anderer Häuser, ihr könnt auch als Nicht-Abonnent einen neuen Abonnenten werben und bekommt dafür zum Dank von uns einen Büchergutschein über 25 Euro, den ihr im Nachtschattenshop dann einlösen könnt. Eine weitere Aktion ist, dass wir die Lucy jetzt vergünstigt anbieten. Unsere Weihnachtsaktion, die zur Frankfurter Büchermesse gestartet ist, jede Ausgabe für 10 Euro in dem Rahmen und so lang, wie jemand 10-mal Lucys Rausch bestellt. Also wenn jemand alle 10 Hefte haben möchte, bekommt er diese 10 Hefte statt für 148,80 Euro für 100 Euro und noch ein Geschenk dazu im Wert von 30 Euro. Ist ja auch eine Motivation, denke ich. Wer uns dann eine Lastschrift überlässt, also einen Bankeinzug möglich macht, sodass wir nicht jedes Mal nach Ablauf des Abos Rechnungen schreiben müssen, der bekommt einen Schuber als Geschenk, ja? Und in diesen Schuber passen 8 Ausgaben Lucys Rausch hinein. Ein Sammelschuber für all diejenigen, die vorhaben, das Heft auf längere Frist zu sammeln. 10 Ausgaben sind jetzt draußen, plus die Nullnummer, also gibt es schon 11 Hefte. Das heißt, ein Schuber ist damit schon komplett voll. Und zum Schluss haben wir noch eine Aktion, die wir jetzt auch allmählich forcieren. Denn wer 8 Hefte und einen Schuber kauft, also praktisch ein komplettes Konvolut, wie gesagt, in einen Schuber gehen 8 Ausgaben, der bekommt diese 8 Hefte und den Schuber für 80 Euro respektive 90 Franken. Ja, und das ist eine riesengroße Ersparnis. Ja, denn ein Heft kostet ja normalerweise 14,80 Euro. Das bekommt er dann für 10 Euro und sogar noch weniger. Und der Schuber kostet auch so rund 20 Euro, wenn man ihn sich so kauft. Und von daher ist doch das wirklich eine enorme Ersparnis. Und vielleicht sogar was für den einen oder anderen von euch, um unterm Weihnachtsbaum liegen zu können. Das war's für heute. Jetzt als Rausschmeißer zeigen wir euch nochmal ein paar Impressionen in Form einer kleinen Diaschau von der Frankfurter Buchmesse. Da hatten wir dieses Jahr anlässlich unseres Verlagsjubiläums 35 Jahre Nachtschattenverlag und 5 Jahre Lucys Rausch einen wirklich großen Stand aufgebaut. Einige von euch werden wahrscheinlich da gewesen sein, haben uns da besucht und haben das gesehen. Und das war doch wirklich etwas, was wir auch vorzeigen können. Wir hatten einen super geilen Buchmessestand in der Halle 3 und da gibt es jetzt als Rausschmeißer nochmal, wie gesagt, ein paar kleine Impressionen. Wir sehen uns wieder in circa einer Woche zur nächsten DEA. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bleibt mir mal gewogen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.